Meh. Okay. Okay. Geil auch. So. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rassecheck. Wenn ich euch fragen würde, nennt mir drei Hunderassen, die den unintelligentesten Gesichtsausdruck hinkriegen, dann wäre der deutsche Boxer sicherlich bei vielen von euch auf Platz 1. Das ist eigentlich total absurd, denn der Boxer ist ein richtig, richtig intelligenter Hund. Und vor allem haben viele von euch sich einen Rassecheck über den Boxer gewünscht. Der Boxer ist eine der meistgewünschten Hunderassen für die Rassecheck-Folgen. Heute werde ich dem Ganzen gerecht. Wir werden heute also ein bisschen unter die Lupe nehmen, ob der Boxer wirklich ein intelligenter Hund ist und nur doof reinschaut oder ob er auch die eine oder andere Kinke hat und das eine oder andere Problem mitbringt. Den Boxer charakterlich und im Wesen zu beschreiben, fällt einem tatsächlich echt schwer. Auf der einen Seite haben sie immer diesen leicht schälen Gesichtsausdruck, neigen dazu, in den verrücktesten Positionen zu sitzen und zu liegen. Eigentlich hat man ständig das Gefühl, wenn man denen was sagt, geht's links rein, rechts raus, weil hier oben einfach eine Menge Vakuum oder Luft drin ist. Charakterlich den Boxer in eine Schublade zu stecken, ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Generell ist es ein sehr lieber, sehr ausgeglichener und sehr freundlicher Hund im Umgang mit Menschen und anderen Hunden. Der ein oder andere Rüde kann aber mal sehr selbstbewusst auftreten, kann mal ein bisschen, ja, prolliger wirken und dadurch auch mal hier und da in ein Problem verwickelt werden. Aber insgesamt ist der Boxer ein eher zurückhaltenderer, defensiverer Hund. Das heißt aber nicht, dass der Boxer nicht auch Haus und Hof bewachen würde, denn wachsam ist er sehr wohl. Bevor wir den Boxer in unseren einzelnen Punkten unter die Lupe nehmen, wollen wir wie immer kurz allgemein etwas zu der Rasse sagen. Abstammungstechnisch kommt der Boxer, ähnlich wie die deutsche Dogge, von den Brabanter Bullenbeißern und wurde ursprünglich, also wirklich ganz ursprünglich, mal als Jagdhund gezüchtet. Und zwar als Jagdhund für Großvieh. Einen jagdlichen Einsatz beim Boxer findet man heutzutage aber tatsächlich eher selten. Der Boxer wird um die 30 Kilo schwer, Mädels natürlich ein bisschen leichter, Rüden ein bisschen schwerer und erreicht ein Alter von 10 bis 12 Jahren. Das ist tatsächlich auch ein Kritikpunkt, auf den wir später zurückkommen werden, denn sonderlich alt wird der Boxer im Schnitt leider nicht. Seit 1895 gibt es den Deutschen Boxerclub und der Boxer wird somit seit über 100 Jahren schon so gezüchtet, wie wir ihn heute kennen, in kleinen Unterschieden. Wenn ich den Boxer charakterlich beschreiben müsste, würden auf jeden Fall Worte wie plemplem, mischugge, leicht durchgeknallt, überekstatisch, solche Worte würden auf jeden Fall vorkommen, denn das beschreibt den Boxer ganz gut. Der Boxer ist zwar nicht übermäßig hibbelig, aber wenn der Boxer irgendetwas toll findet oder sich irgendwie freut, dann neigt der Boxer dazu, auch ganz schnell mal einen Gang zu hoch zu schalten. Dieses leicht alberne, dieses leicht durchgeknallte ist aber auch gleichzeitig eine Charaktereigenschaft, die ihn so liebenswert macht. Der Boxer hat häufig Gesichtsausdrücke drauf, die ganz weit weg von intelligent einzuordnen sind, obwohl es eigentlich eine wirklich sehr intelligente Hunderasse ist. Darauf werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Weitere wichtige Eigenschaften, die auch im Laufe des Videos drankommen, sind seine durchaus auch vorhandene Wachsamkeit, was Haus und Hof angeht. Er ist ein sehr familienbezogener und auch wirklich kinderlieber Hund und auch das wird uns heute im Video nochmal begegnen. Die heutigen Einsatzgebiete schränken den Boxer eigentlich kaum ein. Man findet ihn im Sportbereich nahezu überall. Er wird teilweise noch als Wachhund eingesetzt. Der Boxer ist wirklich ein Tausendsasser und kann fast alles mitmachen. Vom Therapiehund bis zum hochklassigen Hundesport ist der Boxer überall zu finden. Ob er aber wirklich auch für alles so tauglich ist, das werden wir im Laufe des Videos nochmal ergründen. In den letzten Jahren hatte ich... ja, ich würde sagen, so 5, 6 Boxer in der Hundeschule und die gleiche Anzahl auch in der Huta. Wir haben bis heute noch 2 Boxer in der Huta. Ich habe gerade aktuell wieder 2 Boxer in der Hundeschule, einen im Junghundekurs, nee, 3 Boxer sogar, 2 im Junghundekurs und einen im Welpenkurs. All diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, werde ich heute mit euch teilen. Jetzt klang das eben vielleicht vielen
negativer, als es eigentlich gemeint war. Aber so Worte wie durchgeknallt, hebelig, leicht plemplem müsst ihr jetzt wirklich auch mit einer Prise Humor sehen. In vielen Quellen im Internet werdet ihr Worte wie ungestüm, ekstatisch, überekstatisch lesen. Das ist genau das, was ich damit meine. Der Boxer hat, und das meine ich wirklich positiv, denn häufig bringt es einen wirklich zum Lachen, einfach nur ein Ratsch am Kappes. Das soll für die Einleitung aber reichen. Jetzt werde ich erstmal die Hunde wieder ein bisschen bewegen. Okay. Ja, einer hat es gehört. Jetzt werde ich die Hunde erstmal wieder ein bisschen bewegen. Ich bewege mich auch wieder ein bisschen, weil es ist kalt. Und dann gehen wir auf unsere Bewertungspunkte ein. Fangen wir immer an mit dem Punkt Erziehung. In puncto Erziehung ist der Boxer tatsächlich eigentlich ein sehr, sehr angenehmer Hund. Manchmal hat man es ein bisschen schwieriger. Manche Boxer sind ein bisschen dickköpfiger, manche Boxer sind ein bisschen hebeliger. Aber durch die Bank weg sind die eigentlich wirklich auf einem guten Stand. Hier haben wir hier und da das Problem, dass der Boxer sich ein bisschen schneller ablenken lässt als andere Hunde. Wir haben das Problem, dass er vielleicht ein bisschen wetterfühliger ist. Große Hitze ist nichts für den Boxer, Kälte ist nichts für den Boxer. Nass ist auch doof, da fehlt's einfach ein bisschen an Fell und Substanz. Nichtsdestotrotz bringt der Boxer eigentlich fast alles mit, was man braucht. Und das zeigt sich auch darin, dass man ihn tatsächlich in vielen Sportbereichen wirklich auch hochklassig finden kann. Wenn ich den Boxer jetzt mit vielen anderen Hunderassen vergleiche, die wir bisher schon dran hatten, dann fällt relativ schnell auf, dass der Boxer hier eigentlich ganz gut abschneidet. Besser sogar als manche Rassen wie zum Beispiel der Husky, aber auch leider nicht ganz so gut wie manch andere Rassen wie zum Beispiel der Golden Retriever oder der Border Collie. Man muss jetzt hier ein bisschen bedenken, dass die Schwerpunkte und die Probleme einfach anders sind. Wenn ich einfach den in Anführungsstrichen Standardhund, den Labrador als Messlatte nehme, muss ich hier sagen, dass der Boxer dem Labrador eigentlich sehr ähnlich ist, was das angeht. Ja, man hat andere Baustellen. Die lassen sich ein bisschen schneller ablenken, die sind ein bisschen wetterfühliger, aber dafür wiegen sie, wenn sie jung sind, auch mal eben gleich 5 Kilo weniger. Es lässt sich ein bisschen besser handeln. Man hat bei beiden Rassen so das Gefühl, dass die manchmal hier oben tatsächlich nicht ansprechbar sind, weil die Leitung besetzt ist. Die Problematik besteht beim Boxer darin, den richtigen Weg und das richtige Mittelmaß zu finden. Während der Labrador einfach klare, deutliche Ansagen braucht und man da auch mal so ein bisschen kerniger mit umgehen kann, ist der Boxer dann auch schon mal ein bisschen fimschiger und auch schnell beleidigt. Dennoch gibt es beim Boxer auch Gesellen, die einen richtig ordentlichen Dickschädel haben und mit dem man auch ein bisschen diskutieren muss. Insgesamt steht aber der Boxer dem Labrador in nichts nach und bekommt deshalb auch hier 4 Punkte im Bereich Erziehung. Ich beschreibe den Boxer ganz häufig als liebenswert bescheuert. Und auch genau das ist die größte Baustelle in Anführungsstrichen im Bereich der Erziehung. Der Boxer ist ein motivierter Hund, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber erzieherisch darf man sich einfach von diesem Gekaspere, von diesem Gehampel nicht anstecken lassen. Man muss eine gute Balance finden zwischen mit Geduld weiterarbeiten und hier und da auch mal ein ganz klein wenig mehr einfordern und ein bisschen konsequenter einfach sein. Ist man aber zu streng, das habe ich ja gerade erwähnt, dann schaltet der Boxer durchaus auch auf stur und dann geht es im Zweifel auch nicht weiter. Eine Sache gibt es im Bereich Erziehung noch zu erwähnen. Und zwar ist es diese leicht mischugge Art und dieses leicht überschwängliche, das den Boxer vor allem in jungen Monaten in der Erziehung etwas komplizierter macht. Die Welpen, die neigen tatsächlich im Spielverhalten dazu, andere Hunde zur Kontaktaufnahme und zur Initiierung deines Spiels zum Beispiel so richtig anzuboxen. Da kommt jetzt nicht der Name her, aber die machen das tatsächlich. Findet man auch in vielen Internetquellen. Manche Hunde haben es da ein bisschen schwerer, damit umzugehen. Manchen Hunden ist das einfach zu grob und zu wild. Da muss man vielleicht hier und da so ein bisschen mehr steuern, ein bisschen mehr eingreifen, ein bisschen mehr erzieherisch tätig werden und den Boxer mal ausbremsen. Die Rüden sind so mit 5-6 Monaten, wenn es so aus dem Welpenalter rausgeht, sind die körperlich noch ein bisschen aktiver, sind die noch ein bisschen durchgeknallter, sind die noch ein bisschen hibbeliger und bescheuerter und lassen sich schneller ablenken, lassen sich nicht so gut zurück in die Arbeit holen und in die Konzentration. Das ist einfach nur meine Erfahrung in den letzten Jahren. Man kriegt das schon hin, aber es ist einfach ein bisschen mehr Aufwand, als es das jetzt vielleicht beim Labrador oder beim Golden Retriever ist. Den halte ich was zu essen vor die Nase, dann sind die dabei. Da muss der Boxer ein bisschen mehr überzeugt werden, aber wenn man sie dann hat und wenn die gemerkt haben, okay, Arbeit ist eine coole Sache, und wenn man sich da so ein bisschen lernt durchzusetzen, dann ist der Boxer auch wirklich in der Erziehung eigentlich gut aufgestellt und macht da auch gerne mit. Das ist also auch ein Punkt, den wir in der Erziehung so ein ganz klein wenig mit bedenken müssen.
Im Grunde ist der Boxer im Alltag ein wirklich angenehmer Hund, bis auf wenige kleinere Baustellen. Wir dürfen aber eine Sache nicht außer Acht lassen. Das ist nicht der Boxer an sich, sondern das ist, ja, die allgemeine Sichtweise auf den Hund oder auf die Hunderasse. Menschen, die sich nicht gut mit Hunden auskennen oder die entsprechende Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht sogar ein bisschen skeptisch oder ängstlich Hunden gegenüberstehen, haben mit dem Boxer eher ein Problem als mit dem Golden Retriever. Das liegt an unterschiedlichen Dingen. Das liegt natürlich auch an dem runden Kopf, an dem schnaubenden Auftreten, daran, dass die mal sabbern, dass die durchaus auch wachsamer sind und in der Nachbarschaft mal bellen, wenn da jemand am Haus vorbeigeht. All diese Punkte mögen da eine Rolle spielen. Das Ansehen des Boxers in der Gesellschaft ist jetzt nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht so gut. Also ich glaube, dass die meisten hundefremden Menschen eher positiv auf einen Golden Retriever oder auf einen Labrador Retriever zugehen würden als den Boxer. Das mag vor allem auch an der Fellfarbe liegen. Dieses gestromte, dieses kurze Fell, dieser prollige Gang, der dazukommt. Der Boxer ist ein sehr aufrechter Hund. All diese Dinge können eine Rolle spielen. Viele von diesen Faktoren sind aber eigentlich zu Unrecht, denn der Boxer ist ein sehr netter Hund. Was einem aber durchaus im Alltag begegnen kann, sind Schwierigkeiten mit zur Ruhe kommen, nicht so hibbelig sein. Diese leicht plemplemmer Art, sehr überschwänglich zu reagieren, kann mir mit dem Nachbarn auch mal um die Ohren fliegen, weil dem springt mein Boxermädchen auch mal vor voller Freude mit richtig Anlauf in die Weichteile, um ihn zu begrüßen. Da ist es tatsächlich so, dass es hier und da so eine kleine Kinke gibt. All das ist aber gar nicht so tragisch. Das hört sich jetzt viel schlimmer an, als es ist, denn ja, es sind eigentlich nettere Probleme. Neben der Wachsamkeit, die ich eben gerade schon angesprochen habe, die der Boxer durchaus auch mitbringt, obwohl er ein sehr menschenfreundlicher Hund ist, gibt es einen Punkt, den wir hier auf jeden Fall im Alltag mit bedenken müssen. Ich habe es in der Einleitung schon mal gesagt, der Boxer ist ein sehr menschenbezogener Hund, ein sehr familienbezogener Hund. Es ist ein Hund, der sehr nah an seinen Besitzern ist. Und das kann mir bei der Thematik des Alleinbleibens zum Beispiel etwas mehr Steine in den Weg legen. Nichtsdestotrotz gibt es hier nicht viele Gründe, warum der Boxer negativ abschneiden sollte. Das Alleinebleiben, ja, das Wachsamsein, ja. Die etwas falsche Wahrnehmung mancher Menschen in unserer Gesellschaft, ja, aber es ist ein netter Hund und eigentlich tun die keiner Fliege was zuleide. Die sind ein bisschen doof manchmal, die sind ein bisschen drüber manchmal. Ja, das Alleinebleiben macht es mir durchaus auch schwer, mal länger wegzugehen, wenn die jung sind. Aber insgesamt ist es einfach, ja, liegt das Problem nicht bei der Hunderasse, sondern bei der Sichtweise der Menschen. Wir müssen es trotzdem hier darstellen, wir müssen es trotzdem abbilden. Ich kann dem Boxer jetzt nicht die gleiche Punktzahl geben wie dem Labrador oder dem Golden Retriever. Weil wir ja aber vor kurzer Zeit halbe Punkte eingeführt haben, ist das jetzt hier eine gute Möglichkeit, das Ganze auch tatsächlich durchzuführen. Etwas schwächer, würde ich sagen, als der Labrador im Alltag, weil manche Menschen ihn einfach eher weniger gestromt und guckt grimmig. Das kann halt einfach ein bisschen schwieriger sein, wenn man mit dem in die Bahn will. Der Golden Retriever wird aus der vollen Bahn nicht verbannt, der Boxer wird da eher schon schräg angeguckt im Zweifel. Deshalb hier kriegt der Boxer trotzdem aber wirklich gute 3,5 Punkte im Bereich Alltag. Der Bereich Motivation wird jetzt wieder ein ganzes Stück einfacher und deutlicher. Die Tatsache, dass der Boxer wirklich im Sportbereich überall zu finden ist und tatsächlich auch sehr hochklassig zu finden ist, zeigt, wie viel Motivation und wie viel Potenzial in dieser Hunderasse steckt. Wenn ich im Bereich Motivation dem Boxer etwas ankreiden müsste, sind es zwei Dinge. Einmal die Wetterfühligkeit. Ne? Wenn es zu heiß ist aufgrund der Brachycephalie, also des kurzen Kopfes, hat er Probleme mit dem Atem, hat er Probleme Luft zu kriegen, da kommen wir gesundheitlich später noch drauf. Da kann es schon mal sein, dass der Boxer einfach sagt, nee, ist mir zu warm. Wenn es zu kalt ist, kann er auch sein, dass er sagt, nee, ist mir zu kalt, nee, ist mir zu nass. Aber das ist nicht schlimmer als zum Beispiel beim Wischler oder beim Marana. Ich würde sagen, im Vergleich zum Wischler ist das Boxer und Wischler tun sich da nichts. Es gibt aber eine Sache, die im Bereich Motivation beim Boxer tatsächlich, ja, wie sage ich das, die man da tatsächlich bedenken muss. Und zwar ist der Boxer sehr häufig übermotiviert. Die sind einfach wirklich, die neigen dazu, schnell einfach vier Gänge zu überspringen. Und dann kann das einfach ein bisschen schwerer werden. Dann wird er zu hibbelig, dann geht es ihm nicht schnell genug, dann will er mehr und dann macht er und dann stupst er dich an. Aber trotzdem ist es ein ultra motivierter Hund. Man muss nur hier und da ein bisschen mal einen Gang runterschalten und ein bisschen die Bremse einlegen. Die Grenzen sind aber dann nahezu nicht vorhanden. Man kann mit dem Boxer wirklich alles machen. 5 Punkte im Bereich Motivation.
Also kommen wir zum Punkt Auslastung. Ich habe es eben schon gesagt, man kann den Boxer eigentlich für alles nutzen und man kann ihn überall mit hinnehmen. Er hat auf alles Lust und ist auch zu allem gut zu gebrauchen. Es ist ein Tausendsasser. Es gibt so zwei, drei Kleinigkeiten, wo der Boxer, ja, jetzt nicht so unbedingt brilliert. Also er ist ja jetzt nicht der Beste mit der Nase. Solche Sachen macht er zwar auch, aber aufgrund der kurzen Nase, ich würde sagen, da gibt es einfach bessere. Trotzdem, Bock hat er darauf auf jeden Fall. Auslassungstechnisch hat der Boxer eigentlich nur eine Baustelle. Und das ist, eine gute Balance zu finden zwischen Bewegung und Beschäftigung. Sei es jetzt Joggen, lange Spaziergänge, seien es Agility-Kurse, Obedience, Unterordnung, was auch immer ihr mit eurem Boxer macht, Bock hat er auf jeden Fall darauf. Das ist ja nicht das Problem. Die Balance ist es. Denn bei zu warm, bei zu kalt, nee. Ja, zu warm ist es dann gesundheitlich tatsächlich auch mitunter gefährlich, mit ihm viel zu rennen oder ihn toben zu lassen mit anderen Hunden. Fahrradfahren ist dann sowieso schon nicht mehr drin. Alles ab 28 Grad, da würde ich sagen, nee, da reicht der Spaziergang schon voll und ganz aus, um den Boxer müde zu machen. Und das ist etwas, das viele Menschen unterschätzen. Der Boxer ist vor allem ein Hund, der bezogen auf die körperliche Bewegung ein Potenzial hat, das sehr, sehr, sehr hoch ist. Ja, es ist nicht ganz vergleichbar wie mit dem Dobermann, aber es ist auch wirklich, ja, es ist schon ein ganzes Stück mehr, als es beim durchschnittlichen Australian Shepherd ist. Der Boxer will rennen, der Boxer will sich bewegen. Die stecken in einem muskulösen Körper, wissen aber gar nicht, wie sie das Ganze umsetzen sollen. Und hier ist jetzt einfach die Problematik, dass wenn man denen das zu häufig zugesteht, wenn die das zu oft machen, wenn man vor allem als Mensch nicht auf das Wetter und auf gewisse Umgebungsvarianten Rücksicht nimmt, dann kann das gesundheitlich tatsächlich Nachteile für euren Boxer haben. Man muss also schon ein bisschen was tun mit seinem Boxer. Und wenn es jetzt nur um die Auslastung gehen würde, würde ich sagen, schneidet er tatsächlich sogar ein bisschen besser ab, als das jetzt die Punkte widerspiegeln. Wir müssen aber eben diese wichtige Balance zwischen Wetter und Auslastung müssen wir jetzt hier ein bisschen mit berücksichtigen. Ich kann halt mit meinem, als Beispiel Dobermann, auch wenn es ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter ist, gut Radfahren. Ja, also nicht bei über 30 Grad solltet ihr mit keinem Hund Radfahren, aber mit dem Dobermann bei 27 Grad und leicht bedecktem Himmel, da macht der schon noch mit. Da ist der Boxer tatsächlich schon echt an einer Grenze, wo ich sagen würde, das muss nicht sein. Das in meinen Alltag zu integrieren, diesen Bewegungs- und Beschäftigungsdrang, diesem auch Rechenschaft zu tragen, das dem Hund auch anzubieten, aber trotzdem auf die Umwelt, auf die Umgebung, auf die Temperatur zu achten, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Deshalb kriegt der Boxer hier 1,5 von 5 möglichen Punkten im Bereich Auslastung. Hier ist es jetzt so, dass der Golden Retriever zum Beispiel mit 2 Punkten abgeschnitten hat, weil ich mit dem was tun muss. Das muss ich mit meinem Boxer auch. Aber zusätzlich gibt es einfach Tage, da kann ich mit dem Goldie rausgehen, auch wenn es heiß ist oder wenn es kalt ist, und sagen, wir machen im Wald nur Nasensuchspiele. Da sagt der Boxer, nee, hast du Arsch offen, es ist 5 Grad. Ich gehe nicht raus und mache Nasensuchspiele, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das ist, oder aber es ist gesundheitlich auch für sie nicht gut. Ne? Und das ist einfach der Punkt, warum es hier leicht, einfach einen halben Punkt weniger. Der Boxer ist also ein Hund, der wirklich ein bisschen was zu tun haben muss. Reine Stadtwohnung, reicht nicht. Ja? Draußen halten funktioniert aber auch nicht, da hat der Boxer keinen Bock drauf. Es ist also eine Mischung aus Bewegung und ja, gemütlichem Alltag notwendig, den man hier in der Auslastung irgendwie hinkriegen muss. Dieser Spagat, den ich gerade angesprochen habe, zwischen beschäftigen wollen und nicht beschäftigen können im Zweifel, ist für den Anfang tatsächlich eine der schwierigsten Baustellen, wenn ihr einen Boxer habt. Auf der einen Seite will der Boxer zwar, wenn er jung ist, jeden Tag was machen. Wenn man dem Ganzen aber nachgibt, trainiert man ihn eigentlich auch nur. Und dann kann es tatsächlich sein, dass er sich dieses Leistungsniveau auch angewöhnt. Und dann fordert er das später im Zweifel auch. So wollt ihr also auf der einen Seite vermeiden, dass euer Boxer in jungen Jahren oder in jungen Monaten einfach nur von euch trainiert wird und müsst auch dem Ganzen ein wenig Rechenschaft tragen. Das viel größere Problem kommt aber noch, das ist die Gesundheit. Auf den Punkt kommen wir noch zu sprechen. Der Boxer hat einige Krankheiten, die wirklich ganz schwierig sein können, wenn es darum geht, den Hund, ja, vernünftig auszulasten. Denn ein großer Teil des Auslastungswillens beim Boxer ist körperlicher Natur. Ilse, Ilse, komm hier, komm hier. Oh, nervt der dich? Die nerven dich alle? Bist du läufig? Wir haben ja mehrere Boxer hier in der Huta, aber Ilse zum Beispiel ist schon als Welpe zu uns gekommen. Und Ilse ist mit großem Abstand der aktivste Hund hier oder unter den aktivsten Hunden. Die
hat schnell Langeweile. Die will rennen, die will toben. Aber ganz früher als Welpe war es unheimlich wichtig, dass sie Ruhe lernt. Wir haben sie immer wieder auf Seite gepackt, damit sie lernt, zur Ruhe zu kommen. Und vor allem auch, um gesundheitliche Probleme auszuschließen. Geht das ein bisschen leiser, ihr Trottel? Also achtet beim Punkt Auslastung darauf, dass ihr nicht zu viel macht. Und vor allem, wenn sie jung sind, schaut euch das erstmal an, wie leistungsfähig sie sind. Und achtet so ein bisschen auf ein paar gesundheitliche Punkte, die im Laufe des Videos noch kommen. Denn die könnten wirklich wichtig werden. Weiter geht's mit der Pflege. So. Eieiei. So, im Punkt Pflege ist der Boxer gar nicht so kompliziert. Sekunde mal. Jetzt muss ich. Nee, du steigst gerade auf die Emma drauf. Du sollst nicht auf die Emma draufsteigen. Und du gehst mal weg, du bist zu klein, du bist kein Boxer. Im Punkto Pflege ist der Boxer gar nicht so schwierig. Ihr seht das hier an der Ilse, super kurzes Fell. Super kurz, alles da oben drin auch. So ein behinderter Hund. Ehrlich. Also, kurzes Fell, da ist nicht viel zu tun. Klar, großer Hund, muss man ein bisschen mehr gucken, aber felltechnisch ändert sich da nicht viel. Beim Schäferhund hast du deutlich mehr zu tun in der ganzen Unterwolle. Trotzdem hart natürlich auch der Boxer. Die kleinen Haare stecken hier und da mal fest. Aber insgesamt ist das relativ einfach. Eigentlich sollte der Bereich Pflege ein ganz kurzer Videoteil werden, weil es schnell geht, ne? Aber das war jetzt so witzig. Das war so typisch Boxer, ne? Ich hab's ja eben gesagt. Dieses liebenswerte Beschugge, die sind echt bescheuert, ey. Aber man muss echt so oft drüber lachen. So bekloppt die auch sind. Aber es gibt pflegetechnisch auch zwei Dinge, die man beachten muss beim Boxer. Das eine sind die Falten. Je nachdem, wie stark die Falten ausgeprägt sind, kann es zusätzlich auch noch zu sehr starken Hängelidern kommen. Der Boxer hat eh schon Hängelider, aber je intensiver das alles ausgeprägt ist, umso pflegeintensiver ist es natürlich. Man muss die Falten ab und zu mal trocknen, gucken, dass die nicht nass werden, muss mal reinschauen. Man muss einfach ein bisschen mehr hingucken, damit sich das vielleicht nicht entzündet. Die Hängelider wiederum können Augenentzündungen begünstigen. Diese Dinge muss man auf jeden Fall so ein bisschen auf dem Schirm haben. Der zweite Punkt sind die Ohren. Hier haben wir das Problem, dass durch die Hängeohren natürlich vermehrt Schmutz sich ansammeln kann und man auch da ein bisschen mehr tun muss, einfach als bei Stehohren. Diese beiden Dinge alleine wären nicht so problematisch, wenn der Boxer nicht, da kommen wir gleich im Gesundheitsteil noch dazu neigen würde, mit Hautproblemen zu kämpfen. Und das in Verbindung kann einfach ein bisschen pflegeintensiver sein. Jetzt habe ich euch so ein bisschen erzählt, woran es im Pflege... Komm mal her. Du bist so laut, da kann ich nicht aufnehmen. Du bist so laut. Du musst auf den Schoß. Ja, nicht trampeln. So, und lass mich... Ich weiß. Nee, warte, da stellst du dich hin. Ilse, schmeiß nicht die Kamera um. Oh, es ist eine Katastrophe, das Video heute. Tut mir echt leid. Ilse, lass das sein. Also, jetzt habe ich euch eben so ein bisschen gezeigt, woran es beim Boxer im Pflegebereich hapert. Trotzdem, es ist eigentlich ein pflegeleichter Hund. Wenn die genug Bewegung haben, hat man mit den Krallen nicht viel zu tun. Der Wischler hat 5 Punkte gekriegt. Ja? Und der Schäferhund 3. Der Boxer liegt genau dazwischen. 4 Punkte. Jetzt kommen wir zum Bereich Gesundheit und da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Denn leider Gottes ist der Boxer, ähnlich wie der Dobermann, gesundheitlich nicht unbedingt gesegnet. Hör auf, das ist ekelhaft. Mann, ich kann so echt nicht filmen. Ja, bist du voll müde, ne? Das ist der erste Tag für den Jackie heute, ne? Erster Tag für den Jackie. Ja, das ist so spannend, ne? Da lecken wir einfach alles ab. Ach, nicht jetzt. Nicht jetzt. Wie viele andere große Hunderassen auch, hat der Boxer das Problem, dass wenn er sehr, sehr hochwertiges Futter kriegt, er durchaus viel zu schnell zu groß wird. Und das kann wieder zu Problemen mit den Gelenken führen. Vermehrt noch, als es eh schon der Fall ist. Der Boxer wird relativ schnell relativ groß, wächst schnell in die Höhe, bringt ein gewisses Gewicht mit. Und das schlägt sich gesundheitlich mitunter auch wieder. HD, ED, OCD, also Ellbogen, Schulter, Hüfte, das können Problembereiche sein. Das gilt aber ja für alle großen Hunde. Dazu kommen aber jetzt ein paar Punkte, die beim Boxer das Ganze ein bisschen schlechter machen als bei anderen Hunden. Ähnlich wie der Dobermann hat der Boxer auch ein großes Herzproblem. Dilatative Kardiomyopathie. Das Herz ist unterentwickelt, kriegt nicht genug Blut gepumpt und das kann zu einem großen Problem werden. Das ist dieser Punkt, den ich eben bei der Auslastung gesundheitlich angesprochen habe. Ich hatte das hier auch. Wir hatten den Mauro hier und der Mauro war ein halbes Jahr alt. Der war der netteste Boxer ever. Aber der ist 10 Meter gerannt und umgefallen, weil sein Herz nicht hinterhergekommen ist. Der Körper wurde nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Er hatte einen ernstzunehmenden Herzflieger, ist leider Gottes daran auch verstorben ein paar Monate später. Und auf diese Problematik muss man wirklich achten. Ne? Wenn die sich so bewegen, wie sie wollten und dabei diesen Herzfehler haben, kann das richtig, richtig, richtig nach hinten losgehen. Mauro ist ein gutes Beispiel.
Ansonsten kommen noch ein paar andere Sachen dazu, die größere Hunde treffen. Der Boxer aufgrund seines tiefen Brustkorbes kann auch eher eine Magendrehe entwickeln als andere Hunde. Es gibt zusätzlich Probleme mit der Spondylose. Der Boxer hat vermehrt Hautprobleme und Allergien, auch Lebensmittelunverträglichkeiten. So süß. Ja, das habe ich vorhin alles schon mal so ein bisschen angesprochen. Wir rutschen mal ein Stück rüber hier, dann kann der Zwerg nämlich auf dem Bettchen schlafen. Der Boxer neigt vermehrt dazu, Mastzellentumore zu bilden oder ist anfälliger für diese. Mastzellentumore sind Hauttumore und haben leider Gottes beim Hund sehr häufig einen bösartigen Verlauf. Dazu kommt noch die IBD, das ist eine Verdauungsstörung, bei der der Hund dann tatsächlich auf Spezialfutter angewiesen ist. Der Boxer ist leider gesundheitstechnisch nicht gut aufgestellt. Gerade die Tumore und die Herzgeschichten setzen dem Boxer da wirklich zu und es hat seinen Grund, dass die im Schnitt nur 10 bis 12 Jahre alt werden. Das ist kein guter Wert. Deshalb müssen wir hier leider gesundheitlich dem Boxer ein paar Punkte abziehen. Wir müssen aber trotzdem sagen, andere Hunderassen sehen da noch schlechter aus. Der Dobermann hat bisher im Bereich Gesundheit wirklich am schlechtesten abgeschnitten. Der Boxer ist besser dran. Viel besser aber leider nicht. Ich würde den Boxer hier auf das gleiche Bewertungslevel wie die französische Bulldogge stellen wollen und ihm 2 Punkte zu geben. Die Gesundheit ist unterdurchschnittlich schlecht. Das muss man leider Gottes so sagen. Kommen wir jetzt zum Jagdtrieb. Wir versuchen das mal. Du klaust jetzt nicht die Kamera, du Pimpf. Du bist echt süß, ey. Ich mag dich. Ja, aber das ist voll eklig. Nein, 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 nein. Aber ich glaube, das wird das längste Video ever, ey. Aber der ist so süß, tut mir echt leid. Der ist so süß, tut mir echt leid. Der ist so süß, tut mir echt leid. Du bist Knuffelbär, ein bisschen dickig bist du. Ein bisschen dickig. So, kommen wir zum Jagdtrieb. Ich versuche mal, den hier so lange ein bisschen zu bändigen. Der beruhigt sich gleich schon. Der muss ein bisschen schlafen. Obwohl der Boxer ursprünglich von Jagdhunden abstammt oder zumindest die Brabanter Bullenbeißern auch als Jagdhunde eingesetzt wurden, ist bei den meisten Boxern der Jagdtrieb super gering. Also klar, die rennen weg, klar, die bauen Scheiße, klar, die beschäftigen sich mit Dingen, aber dass die wirklich bewusst aktiv jagen, ist eher selten der Fall. Die meisten Boxer sind relativ arm ausgestattet, was den Jagdtrieb angeht. Und wenn sie einen gewissen Jagdtrieb haben, dann ist es meistens unter Beschäftigung und lässt sich ganz gut umlenken. Arbeitet man also mit seinem Hund, man hat eine gewisse Auslastung und einen guten Mittelweg zwischen Beschäftigung und Erziehung und eine gute, konsequente Erziehung gefunden, die der Boxer annimmt, dann ist das mit dem Jagen in der Regel kein Problem. Es gibt Hunderassen, die weniger jagen, es gibt Hunderassen, die mehr jagen. Trotzdem steht der Boxer hier eigentlich ganz gut da. Vergleiche ich das jetzt mit anderen Hunden, dann können wir natürlich nicht sagen, dass der Boxer genauso wenig Jagdtrieb hat wie der Havaneser oder der Mops, weil die jagen wirklich null, die haben da wirklich kein Interesse dran und der Boxer hat eine gewisse Abstammung. Deshalb müssen wir dem Ganzen hier so ein ganz klein wenig Rechenschaft tragen und der Boxer kriegt 4 Punkte im Bereich Jagdtrieb. Wichtig ist hier, dass ihr einfach an der Erziehung arbeitet und dass ihr eine gewisse Auslastung habt. Lastet ihr euren Boxer nicht vernünftig aus und er kann nicht frei laufen, weil ihr keine vernünftige Erziehung habt, dann geht er natürlich stöbern und rennen und jagen. Und dann rennt er natürlich auch dem Hasen oder dem Reh hinterher, wenn er es denn sieht. Mein Tipp ist da tatsächlich, mit Spielzeug zu arbeiten. Ein durchschnittlicher Boxer hat richtig Bock auf Bällchen und all solche Geschichten. Und wenn ihr da ein bisschen arbeitet, dann kriegt ihr meistens den Jagdtrieb in gute Bahn gelenkt. Du bist so knuffig. Machen wir das Verhalten gleich auch direkt hier, wenn ich hier nicht gleich tot abgeschleckert werde. Verhaltenstechnisch ist der Boxer eigentlich ein cooler Hund. Jetzt ist mal gut, Jackie. Verhaltenstechnisch ist der Boxer eigentlich ein cooler Hund. Die sind freundlich zu Artgenossen, die sind nicht übertrieben, die sind nicht übertrieben wachsam, obwohl sie ein bisschen Wachwille mitbringen, sind Menschen gegenüber freundlich und aufgeschlossen. Der Boxer hat da eigentlich eine gute Basis. Jetzt habe ich aber mehrfach das Wort eigentlich gesagt. Woran liegt das? Was der Boxer aber mitbringt, sind diese jungen, überkandidelten Jahre, wo die einfach überhaupt nicht wissen, wohin sie mit sich und wo die im Zweifel tatsächlich auch jeden Menschen überekstatisch begrüßen oder aber zu jedem Hund hinwollen und ziehen wie die Berserker. Und das ist ein großes Problem im Bereich Verhalten. Normalerweise sollte man das mit Erziehung nach einem gewissen Zeitraum aber auf jeden Fall in den Griff kriegen. Und spätestens, wenn der Boxer erwachsen ist, hat man eigentlich einen guten Sachstand. Verhaltenstechnisch ist der Boxer wirklich cool. Und wenn jetzt diese, ich sag mal, Unruhe nicht wäre, dann würde er da sehr gut abschneiden. Hier nehme ich jetzt wieder den Wischler und den Weimaraner als Vergleich, denn die sind sehr ähnlich, was das Verhalten angeht. Sie neigen zu Unruhe, neigen dazu, überschwänglich zu sein und einem Zweifel zu dolle zu begrüßen. Der Wischler hat hier 5 Punkte gekriegt, Weimaraner und Dalmatiner 4 Punkte und ich finde, auf dem gleichen Level bewegt sich der Boxer auch. Für 5 Punkte reicht es nicht, da ist einfach dieses Überkandidel und dieses extrem Übereifrige, jeden zu begrüßen,
viel zu ausgeprägt. Ja, das ist bei den meisten so. Das sind hibbelige Kerlchen, die halten schlecht still, wenn sie Sachen sehen, die sie cool finden. Und das müssen wir hier abbilden. Trotzdem, 4 Punkte im Bereich Verhalten, weil eigentlich ist es ein richtig cooler Hund. Und wenn man von Anfang an sauber arbeitet oder aber wie Ilse hier wirklich eine ganz klare Erziehung hat und eine vernünftige Auslastung. Also Ilse macht Schutzdienst und also die sind wirklich aktiv im Verein und die steht gut in der Unterordnung und hat hier ihre Auslastung. Dann hat man wirklich, wirklich auch einen richtig, richtig coolen Hund an seiner Seite, mit dem man problemlos auch mal in ein Restaurant gehen kann oder in der Eisdiele sitzen kann, ohne dass die ausflippt, nur weil jeder kommt. Aber da ist die Erziehung maßgeblich. Und der Jack schmeißt jetzt gerade die Kamera um. Der Jack schmeißt die Kamera um. Du bist so süß, hast du eine tolle, du siehst so ein bisschen aus wie so eine Comicfigur mit deiner Frise. So, kommen wir zum Fazit. Und zum Fazit gehe ich mal wieder von Jackie weg, auch wenn der jetzt ein bisschen bellt, und zu unseren Boxern. Nehmen wir mal die Ilse. Fazit. Der Boxer ist ein aktiver, körperlich sehr aktiver Hund, mit einem gewissen Hang dazu, der absolute Klassenclown zu sein. Früh in der Entwicklung und wenn die jung sind, sind die meistens sehr überkandidelt, ein bisschen zu drüber. Und da ist es echt am sinnvollsten, den Hund mit einer konsequenten Bremse auszustatten. Wenn die zu drüber sind, wenn die zu viel Gas geben, wenn die zu unruhig sind, ausbremsen, ruhig runterfahren, ruhig mal festhalten, wegholen von den anderen. Im Welpenkurs neigt der Boxer dazu, übergriffig zu sein, in Anführungsstrichen nicht, weil er böse ist, sondern weil er einfach zur Kontaktaufnahme immer Puff macht. Da ist immer irgendwie so, dann werden sie sehr schnell sehr groß, sind einfach den anderen schnell überlegen und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Trotzdem mag ich den Boxer wirklich, wirklich gerne. Viele Punkte, die er heute verloren hat, sind aufgrund seiner Gesundheit. Er hätte bessere Punkte in der Auslastung, weil diese Balance zwischen auslasten müssen, aber nicht auslasten können, nicht da gewesen wäre. Er hätte bessere Punkte in der Pflege, wegen den Hängelidern, den Augen, den Ohren, die ganzen Entzündungen etc. pp. Wenn der Boxer wieder gesund wird, wenn der Boxer wieder gesünder ist, dann ist das ein richtig, richtig cooler Hund und ich kenne sehr viele wirklich tolle Boxer. Bei Rüden müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu prollig rüberkommen, nicht zu prollig werden. Denn dann, wenn sie oft falsch angemacht werden, dann entwickeln die auch gewisse Nuancen, sich da früh zur Wehr zu setzen und sehr, sehr, ja, selbstbewusst aufzutreten. Das kann beim Boxer ein Problem sein. Aber arbeitet ihr an der Ruhe, habt den gesunden Mittelweg zwischen Auslastung und Beschäftigung und Erziehung, dann habt ihr einen richtig, richtig coolen Hund. Und vor allem, ich habe das am Anfang gesagt, ist nicht nur die Hunderasse mit dem blödesten Gesichtsausdruck, sondern das ist wirklich die Hunderasse, die mich neben 2, 3 anderen wie dem Basset regelmäßig zum Lachen bringt und herzhaft zum Lachen, weil die sind einfach so schön bescheuert. Die sind Mischugge. Das meinte ich wirklich nicht böse. Ich mag das. Hi Flynn. Ich mag das wirklich. Ne? Ne, Ilse, komm, wir Ilsen mal in die Kamera, dass die Leute sehen, was du für ein Boxer bist. Hoffentlich hast du nicht Scheiße gefressen. Boah, du stinkst aus dem Maul. Boah, du stinkst aus dem Maul. Dich doch selber! Also, ohne Scheiß, das war der aktivste Hund, den wir jemals hier hatten. Also, wir haben noch Wippetaskis jetzt hier, ne, und so. Alterstechnisch ist die Ilse ein bisschen ruhiger, aber mein Gott, die hat ein Energielevel ohne Ende. Unterschätzt den Boxer nicht im Bereich seines Bewegungshungers und seines Energielevels. Und wenn ihr euch einen Boxer holen wollt, ist das Allerwichtigste, wirklich ausführliche Gesundheitspapiere zu haben. Das Herz ist so wichtig. Und ein vernünftiger Boxerzüchter prüft das auch schon bei den Welpen. Lässt einen Ultraschall machen und sich da Infos geben. Ja? Kauft den Boxer nicht auf dem Schwarzmarkt, nicht aus dem Ausland für einen Apfel und ein Ei, dann kriegt ihr so ein todkrankes Tier wie Mauro, das euch dann nach 4, 5, 6, 10 Monaten einfach tot umfällt. Das ist scheiße. Das will keiner. Ja, Herz ist ein großes Problem. So, ich bin raus. Ich wünsche euch was. In der nächsten Folge der Beagle, danach gehen wir auf die 3 Zen-Hunde ein, dann kommt der Hoverwart und dann wird es wieder ein bisschen kleiner. Ich wünsche euch was. Tschüss.